Willkommen zur Smartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Fußmatten-Auto im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz haben wir der MDMSP 3674 Fußmatten. Den sechsten Platz belegen die MDM Fahrzeugfußmatten. Dieses Modell wird in einem praktischen Viererset geliefert und besteht aus Polypropylen. Autos wie der Golf V oder 6 können die Fußmatten verwenden. Das saubere, schwarze Design ist attraktiv und kommt im Frühjahr und Sommer am besten zur Geltung. Die Fußmatte auf der Fahrerseite ist verstärkt und bietet den Füßen einen sicheren Halt beim Fahren. Um den Schmutz zu entfernen, saugen Sie die Fußmatten einfach ab. Dank eines Anti-Rutschbelags auf der Unterseite verrutscht die Fußmatte während der Fahrt nicht. Die Kosten für die Anschaffung sind in diesem Fall ein Nachteil. Außerdem ist es nicht möglich, die Fußmatten auf bestimmte Automodelle zuzuschneiden. Für nasse Jahreszeiten sind Polypropylen-Fußmatten ungeeignet. Um zu Nummer 4 haben wir der Walser Universal Auto. Auf dem vierten Platz landen die Mini-Auto-Fußmatten. Diese bieten perfekten Halt für sicheres Fahren und Ein- und Aussteigen und passen in verschiedene Mini-Modelle. Man kann die Fußmatten das ganze Jahr über verwenden und muss sich keine Sorgen um Schmutz im Auto machen, da sie aus Gummi bestehen. Die Gummi-Auto-Fußmatten sind aufgrund ihres Materials einfach mit einem Schlauch oder Staubsauger zu reinigen. Sie sind sehr robust und widerstandsfähig. Die Rillen verhindern, dass das Wasser überläuft, indem sie es aufhalten. Der Nachteil ist, dass sie nicht die Möglichkeit haben, Farben oder Größen zu wählen. Außerdem sind die Fußmatten nur mit bestimmten Mini-R-Modellen aus dem Jahr 2011 kompatibel. Verwenden Sie eine andere Fußmatte, wenn Sie einen anderen Fahrzeugtyp fahren. Die Kosten für den Kauf dieser Fußmatten sind recht hoch. Auf Platz 3 haben wir der Volto Universal Auto. Der dritte Platz geht an die bestickten Autofußmatten. Ebenfalls von Volto ist dieses Modell. Hier erhalten Sie einen Satz von 4 Fußmatten. Da dieses Modell aus Polyester besteht und nicht vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt werden kann, ist es am besten für Frühling und Sommer geeignet. Die hübsch bestickten Autofußmatten gibt es in 2 verschiedenen Farbvarianten. Die Fußmatten dieses Modells sind an der Unterseite mit Anti-Rutschnoppen versehen, sodass sie beim Fahren, Ein- und Aussteigen gut liegen bleiben und nicht verrutschen. Der Preis der Volto-Fußmatten ist wirklich niedrig. Der Nachteil ist, dass es keine Größen gibt und Sie die Fußmatte möglicherweise nicht an Ihren Fußraum anpassen können. Außerdem sind diese Fußmatten nicht für den Herbst und Winter geeignet, da sie nur eine geringe Menge Wasser aufnehmen können, bevor es durchsickert. Um zu Nummer 2 haben wir der Amazon Basics 4 Stück. Sie ist in 3 verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und eignet sich für alle Jahreszeiten. Außerdem können Sie 2, 3 oder 4 Autofußmatten erwerben. Der Stoff ist außergewöhnlich haltbar und pflegeleicht. Sie sind einfach zu saugen und mit Wasser zu reinigen. Die Tatsache, dass diese Autofußmatte kurz vor den Rändern Rillen hat, durch die das Wasser aufgefangen wird und nicht über den Rand schwappt, ist äußerst nützlich. Die Fußmatte liegt sicher im Auto und ist rutschfest. Durch die universelle Einheitsgröße passen die Fußmatten in viele Autos, wenn auch nicht immer optimal in den Fußraum, was in dieser Situation ein weiterer Nachteil ist. Wenn sie zu groß sind, können sie Anpassungen vornehmen. Der Preis für die Fußmatten ist ein wenig höher. Und schließlich Nummer 1 auf unserer Liste haben wir der Volto Universal Auto. Die Volto Auto Fußmatte ist das Produkt, das in unseren Tests am besten abgeschnitten hat. Für dieses Modell gibt es ein 4-teiliges Set. Die PVC-Gummi-Autofußmatte ist für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis ist in diesem Fall wirklich nützlich. Die 4 Fußmatten kosten nicht viel, aber man bekommt trotzdem hervorragende Qualität zu einem vernünftigen Preis. Jeder Geschmack kann befriedigt werden, da es 6 verschiedene Farboptionen für die Autofußmatte gibt. Die Autofußmatten dieses Typs sind einfach zu reinigen, da sie aus PVC hergestellt sind. Sie können sie mit einem Schlauch abspritzen oder mit einem Staubsauger entfernen.
Der einzige Nachteil dieser Fußmatten ist, dass sie trotz ihrer Universalgröße nicht in alle Fahrzeuge passen. Verwenden Sie eine andere Fußmatte, wenn der Fußraum Ihres Fahrzeugs von den Standardgrößen abweicht. Wie immer, die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.